Hey Leute, wenn ihr das DJI Digitalsystem fliegt und auch Oma und Opa, Mama und Papa oder sonst irgendwelche Typen, die aus dem Wald kriechen und euch fragen, wie viel eure Drohne so kostet, auf eurer Drohne mitschauen lassen wollt, dann ist das richtige Video für euch. In diesem Video zeige ich, wie ihr das Bild von eurer CADX Vista oder eurer DJI Air Unit bzw. CADX Air Unit, einem Android Smartphone und einem USB On-the-Go Kabel live übertragen könnt auf euer Handy. Seit heute gibt es eine offizielle App im Play Store. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Aber genug gequatscht, steigen wir ein. Wenn ihr nun euer Bild auf euer Handy übertragen wollt, dann müsst ihr einfach nur eure DJI-Brille nehmen, den Akku einstecken, dann nehmt ihr euer mitgeliefertes USB-Kabel mit einem USB-on-the-go-Adapter, eure digitale Drohne und euer Smartphone. Auf eurem Smartphone müsst ihr jetzt die App DigiView herunterladen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. So, und dann sind wir auch schon fertig. Wir stecken unser Kabel in das Handy. Und hier werdet ihr gefragt, ob ihr die DigiView App öffnen möchtet. Ihr bestätigt das Ganze mit OK. Und dann sagt die DigiView App, warte auf Video. Nun steckt ihr ein LiPo in eure Drohne. Bitte stellt sicher, dass ihr entweder eure Propeller abmacht oder einen Smokestopper benutzt. Ich in meinem Fall benutze einen Smokestopper. Ein Video, wie man so einen Smokestopper baut, kommt auch demnächst. Nach einer kurzen Weile solltet ihr jetzt nun auch euer digitales Bild auf der Brille sehen. Und das Ganze ist relativ zeitnah. Manchmal braucht die App ein bisschen zum Finden. Aber dann seht ihr, dass die Drohne bzw. die Aufnahme relativ synchron zu eurer Bewegung ist. Und das Ganze wunderbar funktioniert. Ich bin ziemlich begeistert von dieser neuen Technik, von dieser neuen App, weil jetzt kann man auch mit digital endlich seinen Freunden und Bekannten und Verwandten, wie auch immer, den Livestream von einer digitalen Brille zeigen. Ein Hinweis noch nebenbei, wenn die App euch permanent sagt, dass sie auf Video wartet, versucht mal euer Handy neu zu starten. In meinem Fall hat es danach super funktioniert. Und wie immer, wenn euch dieses Video nicht geholfen hat, erzählt niemandem, was ihr die letzten paar Minuten gemacht habt. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Ich lade mindestens einmal pro Woche ein Video hoch, in dem ich solche Dinge zeige, erkläre oder einfach nur meine Flüge mit euch teile, um noch mehr Beginner in dieses tolle Hobby zu bringen. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Muss ich mir Europax anziehen? Weiß ich nicht. Ich nehme jetzt halt für ein paar Minuten auf. Dann muss ich jetzt noch kurz meinen anderen Europack suchen. Okay. Da war er doch gerade. Da. Ist ja nicht so, dass du 20 da in der Verpackung hast. Alles gut. Die kosten 2,80 Euro oder so, so ein Päckchen. Die sind voll teuer. Thank you.